Und herzlich willkommen wieder zurück. Heute mit dem Fruchtrauch-Fruchtmix. Ja, genau, ihr habt richtig gehört. Ich zeig's mal hier in die Kamera. Fruchtrauch-Fruchtmix. Sehr schön. Ja, Leute, genau den werden wir heute rauchen. Und zwar mit dieser Shisha. Man kann sie hier wahrscheinlich nicht so gut erkennen, aber hier, es ist meine schöne Amy Deluxe. Meine Kaya da oben ist ein Vierschlauchanschluss, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen. Die wollte ich jetzt nicht schon wieder einsauen. Deswegen, ich bereite alles vor und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Shisha ist schon soweit fertig. Kopf ist auch schon gebaut. Nochmal zur Erinnerung: Fruchtrauch, der Fruchtmix. Schönes Ding. Nochmal von innen. Echt geil durchgezogen. Richtig schön. Da trieft nichts, da fällt auch nichts raus. Alles perfekt. Die. Kriege ich die hier so hingestellt? Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, damit die vielleicht hier so ein bisschen. Sieht man das? Nein, wenn nicht, ist auch egal. Ihr wisst, worum es geht. Außerdem steht es eh hier unten. Ja, würde ich sagen, wir legen mal los. Mal gucken, wie der Tabak so ist. Ich hoffe, der Schlauch veräppelt mich nicht. Der ist noch neu. Ich weiß nicht, ob er noch nach Plastik schmeckt. Ich habe ihn schon oft ausgewaschen, aber ich hoffe, mal abwarten. Aber wir gucken erstmal jetzt, wie der Tabak so ist. Ich habe irgendwie den Geschmack vom Schlauch, glaube ich, noch mit drin. Nee. Den werde ich nochmal auswaschen müssen, aber für uns hier heute ist das gar kein Problem. Wir haben ja genügend zur Auswahl. So, dann nehmen wir uns einfach einen anderen. Einen, von dem ich weiß, dass er definitiv nicht komisch schmeckt, und dann gucken wir mal, wie der Tabak so ist. Ja. Braucht wieder ein bisschen. Kohlen sind gut durchgeglüht. Was trinken. Aber er hat schon schönen Geschmack, muss ich sagen. Das ist noch schwer zu deuten. Es ist halt Fruchtmix, ne? Es sind viele Früchte, aber ob man jetzt was direkt rausschmeckt, weil. Mal gucken, machen wir ein bisschen weiter rauf.
ein bisschen Hitze. Wenn man in Wallungen kommt. Also süß schmeckt er definitiv schon mal, aber nicht irgendwie so jetzt, dass es so eklig ist, dass ich irgendwie wo... Er schmeckt richtig dezent süß. Also sehr angenehm. Ne? Also hier drauf erkenne ich eine Orange. Ein bisschen Orange schmecke ich jetzt auch. Und so ein bisschen, eine kleine Kiwi ist unten rechts. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Fokussier mal, genau. Da unten rechts, eine kleine Kiwi. Die schmeckt man auch leicht. Jetzt kommt der Geschmack. Jetzt, wo er ein bisschen heißer ist. Also riechen tut er sowieso geil. Richtig geil. Schmecken tut er auch richtig geil. Und zwar, ja, ich kann noch nicht mit Nullen. Ihr denkt wahrscheinlich gerade, ich bin bekloppt oder so. Aber, da kommen so viele Früchte, ja. Ihr müsst den selber ausprobieren. Probiert ihn aus. Echt, also... Der schmeckt hammergeil, aber es sind so viele Früchte, ich kann euch gar nicht sagen, nach was er genau schmeckt. Ja. Ganz, aber wirklich ganz bisschen Apfel habe ich gerade geschmeckt. Also der dezent da rauskam, aber definitiv hat er einen leicht süßlichen Geschmack, aber wirklich guten süßen. Man kennt das ja vielleicht so von anderen Tabaksorten, wo es dann so Richtung Früchte geht, sage ich mal, Erdbeere oder so, ist dann immer ein bisschen, ja, fast schon penetrant bei den anderen. Dieses Süße, das hängt dann manchmal schon hier, aber bei dem Tabak kein bisschen. Er ist süß, er ist sehr erfrischend und es sind so viele Früchte, dass ich es, wie gesagt, euch gar nicht sagen kann, welcher genau. Man schmeckt mal den, also ich hatte einmal Apfel, einmal die Kiwi, auch eine Orange. Ja, ich will nicht sagen Erdbeere, weil Erdbeere ist gar nicht mit drauf, aber es ist so ein bisschen auch mit drin, irgendwie ist alles... Also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt so eine Schale voll mit Früchten.
ja. Alle Schale überall ist, also die Schale von den Früchten ist ab. Das liegt da alles zusammen in diesem Früchtekorb und ihr riecht, ja. Und dann riecht ihr so viele Früchte, dass ihr gar nicht sagen könnt, welche genau. So ist der, aber echt geil. Also ich muss euch sagen, top, kann ich euch nur empfehlen. Holt ihn euch, ja. Fruchtrauch.de. Holt ihn euch, probiert ihn aus, er ist echt geil. Rauchentwicklung ist auch der Hammer. Also ich kann nur sagen, top. Ja? Also. Ja, ich will jetzt nicht lügen, aber so ein bisschen Banane hatte ich gerade auch mit drin. Also, es ist echt, es ist Hammer, ne? Es ist Hammer. Echt, also wirklich, also vom Geschmack. Ich habe noch keinen Tabak, muss ich echt sagen, ich habe noch keinen Tabak bis jetzt gehabt, der so intensiv nach dem schmeckt, was auch draufsteht. Ja? Ich habe bei vielen anderen Tabaksorten immer so ein, ja, ich will jetzt hier nicht schlecht machen, aber ein Beigeschmack dabei, finde ich immer. Also gerade wenn es dann auch Richtung Ende geht, dann wird es irgendwie nicht mehr so frisch. Und das Geile bei dem ist, ich habe ja schon einen anderen ausprobiert von der Sorte oder von der Serie, die ich mir bestellt habe von den drei. Das wisst ihr ja noch in meinem Video davor. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier klicken auf den Kopf. Einmal draufklicken. Dann kommt ihr zu dem Video, was ich vorher gemacht habe. Da sind die drei Sorten drin, und zwar schwarze Traube, der Fruchtmix und der Doppelapfel. Ich habe die schwarze Traube schon probiert. Zwar noch nicht aufgenommen, kommt noch, aber ist Hammer. Ja. Ah, ich hab's Fenster auf. hat man das gehört? Ich hoffe es nicht. Naja, auf alle Fälle ist auch die schwarze Traube bis zum Ende habe ich wirklich Hammergeschmack gehabt. Und es wird bei dem wahrscheinlich nicht anders sein. Und er ist der Hammer. Ja. Wirklich. Perfekt. Probiert ihn selber aus. Holt ihn euch. Ich rauche jetzt weiter und ich würde sagen, schon mal, macht es gut. Ich will das heute nicht so lang ziehen, weil ich habe ja noch drei vor mir oder jetzt nur noch zwei. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht es gut. Echt top. Schöne Grüße auch nochmal an Tobias. Danke auch nochmal für deine tolle Mail. Top. Wie gesagt, holt ihn euch. Probiert es aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das war es erstmal von mir. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Playgiga. Macht's gut.